lieber Amina, wir haben uns heute jetzt hier versammelt, um zusammen Frühstück zu essen. Endlich haben wir auch unser Geschirr zusammen. Wir haben hier zwei Plastikschalen, wo wir gestern schön Reis mit Fleisch gegessen haben. Dann hat Mio sich hier mal so eine Kaffeelatte, wo noch so eine Eiskugel drauf war, von Zapfer immer gegönnt. Da können wir jetzt Kaffee machen, der hier übrigens im Hotel gestellt war. Und ja, da haben wir, der Rest ist ganz normal, europäisch. Haben wir hier einen Toast, Marmelade, Cornflakes und dann schnippeln wir uns wieder eine Banane rein. Ganz normal, um einen guten Start in den Tag zu haben. Den brauchen wir heute nämlich auch. Es geht aufs Land. Ein Tagesausflug gibt es heute mal. Und zwar geht es heute nach Mount Hakone, von dem man auch den Mount Fuji sehen kann. Also der Mount Fuji ist der höchste Berg Japans. Höchste Vulkan auch. Ja, und den versuchen wir heute mal zu sichten. Fahrpreise, so 880 Yen. Und jetzt sind wir in Odowara umgestiegen nach Hakone Yomoto. Wie heißt nochmal die Line? Hakone Tosan. Hakone Tosan Railway benutzen wir jetzt gerade. Also wir probieren uns jetzt mal durch alle Züge. Und wenn ihr die Passwortkarte genommen habt, dann könnt ihr hier einfach mal ein- und auschecken. Ihr müsst keine extra Tickets kaufen. Es gibt aber auch einen Free Pass für ganz Hakone, wo ihr dann alle Verkehrsmittel benutzen könnt. Ihr müsst aber auch nochmal extra dazu bezahlen. Willkommen in Hakone! Für uns geht es weiter Richtung Gora. Wir sind gerade in der Bergbahn nach Gora und hier ist eine der wenigen Bergbahnen in Japan überhaupt. Und das Witzige ist, dass der Schaffner, der ganz hinten sitzt im Zug, und der Zugführer andauernd wechseln müssen. Und zwar immer, wenn ein Gleis umgestellt wird. Das heißt, man sieht immer den Schaffner hier und den Zugführer wechseln. Hier kommt ab und zu auch mal der entgegenkommende Zug. Das ist wie so eine kleine Sackgasse, da werden die Gleise gewechselt, damit der jeweils andere Zug entweder hoch oder runter fahren kann. Das ist die einzige Bergbahn. Mio sagt, das ist die einzige Bergbahn in Japan. Wir sind jetzt hier bei der Seilbahn und ja, wir werden jetzt hier gleich auf den Berg hoch und wir hoffen, dass wir eine gute Aussicht haben. Bisher sah es noch nicht so gut aus, weil es relativ bewölkt war. Ist auch ein bisschen kalt, wir sind nur mit T-Shirt hier, aber wir hoffen auf das Beste.
So, da sind wir jetzt oben hier auf dem Berg in Owak Budani oder so heißt es. Mount Fuji gucken, das wird nix. Zu bewegt. Leider. Man sieht so ein bisschen die Kanten unten, wie das so hoch geht, ganz weit in der Ferne. Sieht gigantisch aus, aber die Spitze kann man nur an klaren Tagen sehen. Wir glauben auch nicht, dass es sich jetzt in nächster Zeit vom Wetter her ändert. Dafür haben wir aber was ganz anderes, krasses hier entdeckt. Wenn ihr hier hinter uns schaut, seht ihr das schon. Heftige vulkanische Aktivitäten gibt es hier. Das ganze Gebiet, wo der Rauch rauskommt, ist gelb vom Schwefel. Hier. Und auch alle Bäume, wo halt der Rauch lang fährt, sind abgestorben. Da ist nichts mehr grün. Alles braun, verwelkt. Wir haben hier sogar so ein Tuch bekommen, was man sich so vorhalten soll. So ungefähr. Man merkt aber auch, dass es wieder hier dieser stinkige Geruch. Dafür ist dieses Dorf hier aber auch bekannt. Die Eier kann man sogar essen im Restaurant. Faule Eier, genau. Der Geruch nach faulen Eiern hatten wir schon mal in Tongariro und Neuseeland. Jetzt hier nochmal in einer etwas krasseren Version. Übrigens an diesen Schwefelpunkten auch die schwarzen Eier gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind halt Eier, die in diesem Schwefelbecken gekocht werden und dadurch schwarz werden. Das ist der totale Renner hier. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Merchandise-Produkte hier, die davon entstanden sind. Zum Beispiel das Black Vanilla Eis, was ich jetzt mal probieren werde. Schmeckt gut. Bei einer anderen habe ich gesehen, dass man schwarze Zähne kriegt. Ich nicht, ne? Ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall schmeckt eigentlich ganz normal wie Vanille. Ist aber schwarz. Mal was anderes. So, hinter mir seht ihr die Umrisse des Mount Fuji. Vor mir seht ihr das Black Vanilla Eis. Sorry. Und ja, hier in diesem Dorf kann man eigentlich weiter wandern zum See Akushani heißt er, glaube ich. Ist jetzt aber gesperrt der Weg durch eben diese vulkanischen Gase. Und die Seilbahn dahin ist auch gesperrt. Man kann nur noch mit dem Bus hinfahren. Zur Information. Ich glaube, bis Mitte Juni soll das noch sein und danach müsste man sich mal wieder informieren. Auf jeden Fall ist es sonst eigentlich ganz schön hier. Schade, dass wir den Gipfel nicht sehen können. Jetzt hier war es das auch schon wieder mit unserem kleinen Ausflug hier ins Land der schwarzen Eier. War ganz nett mal, hat man mal gesehen. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter, wie gesagt. Aber wir hatten ja sonst mal Glück. Deswegen war das mal okay. Das war auch mal schön, jetzt die Landseite zu sehen von Japan sozusagen. Es ist sehr gebirgig. Es ist ja sowieso 75% des Landes sind pure Berge. Nur 25% die Küste ist halbwegs gut besiedelbar. Und das hat man jetzt schon gut beeindruckend gesehen. Wir werden uns jetzt wieder auf den Rückweg machen. Genau den gleichen Weg, nichts Besonderes. Deswegen heißt es auch wieder Tschüss für heute. Macht's gut. Wie heißt das Dorf hier? Okumarua. Odukani? Ja. Keine Ahnung. Owak Budani. Okay, gut.